Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert? Ja, wie immer dasselbe am Anfang. Im Zweier war es nicht so billig Spiel. Schaut euch doch mal die Grafik an. Wo ist es? Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Okay, was kommt jetzt? Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Ach, jetzt spielen wir Russen. Cool. Turbulenzen. 3. Oktober, 18.30 Uhr. Andrei Harkov. Ein russischer Name. Das heißt, wir spielen einen Russen. Wo sind wir denn jetzt? Ups, mir ist gerade was runtergefallen. Hey Genossen, was geht ab? Präsident Voxajewski. Oh, ich habe gerade gefurzt. Hoffentlich hat man das nicht gehört. Das wäre ja sonst ends peinlich. Hey du, ich habe gefurzt. Hier, und zwar auf die Flagge. Nichts gegen Russen. Das war gerade nur ein Scherz, ne? Was machst denn du da? Was zeichnest du da? Was hat... Ich will... Der macht da doch gar nichts. Der rubbelt da nur rum. Bisschen langweilig. Und was machst du? Dima, so heißt doch der Typ bei den Außenseitern. Lol. Moment, Mikrofon zurück. So. Ui, wie schön. Ach, ich bin auch mal geflogen. Das war vor 4 Monaten, glaube ich. Sind wir nach Türkei in Urlaub geflogen. Das war schön. So eine Position. Ich reise hier in die Türkei erneut. Was steht denn hier? Alle, komm her, Köppel! Ninnan, drei Oblande, Donblöcker! Okay. Das war voll das schwere Ziel. Meine Herren, es gibt nur zwei Möglichkeiten: Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Präsidenten. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen. Können. Das sind Schüsse! Was? Sie sind im Cockpit! Ach nee! Wo? Ah! Feuer erwidert! Beschützt den Präsidenten, Kommandant! Code Rot! Ich wiederhole! Ah! Aha! Die haben vielleicht Nerven, das Flugzeug hier einfach zu kapern oder wie auch immer. Ey! Wow! Ups, Entschuldigung, war Absicht. Ich bin so ein Held. Anfang des Parts furzen und dann... Das ist lustig! Aber wo ist denn der Gegner? Ich sehe sogar keine. Hier ist ein Gegner. Schwerelosigkeit.
Also im Moment gibt es doch Wichtigeres als diesen sinnlosen Streit zwischen Russland und den USA, oder? Ich meine, das ist ein Flugzeugabsturz. Ah! Sie nerven! Was? Wir haben doch schon mal so einen Schusswechsel in dem Flugzeug gehabt, und zwar in diesem Spezialpart in Modern Warfare 1. So. Können wir nicht einfach Frieden schließen und gemeinsam beschließen, irgendwie das Flugzeug sicher zu landen und uns dann erst die Köpfe wegballern? Das wäre doch das Friedlichste und Bessere, oder? Was meint ihr? Schreibt doch einen Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert mich, gebt einen Daumen hoch, favorisiert dieses Video, abonniert meine anderen 25 Millionen Kanäle, die ich da einfach mal so gemacht habe, ne? Und keine Ahnung. Ja! Und abonniert dort diesen Kanal von diesem Typen da, der mich gerade erschossen hat. Nicht. Okay, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen serious. So. Jetzt auch hier. Wenn Kevin Let's Play das nicht schafft, dann ich. Janka. Er hat eine Shotgun, das gibt's doch nicht. Hier ist alles so schwerelos. Wie soll man denn da richtig schießen? So, wie kann man da richtig schießen? Hm. Oh, da ist einer. Versteckst du dich? Hast du Angst? Hast du Höhenangst? Jetzt hast du es hinter dir. Hey, die Waffe ist viel besser als die andere. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich bin halt der Meinung, dass es besser ist, diese Waffe. Ey, 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 warum leckst du jetzt? Wir sind hier auf einem musischen Transportflugzeug. Jetzt rede ich hier wie italienischer und russischer Akzent. Du lebst noch? Ich mache meinen Job nicht richtig. Alter, man hätte das Level noch fieser gestalten können, indem man hier einen Timer hingesetzt hätte. So einen Countdown. Hilf mir! Hilf dir selbst! Soll ich diesen Typen da helfen? Er hat sich zu Tode gesauft. Er hat so viel Alkohol getrunken, bis er gestorben ist. Okay, okay. Ich bin hier irgendwie zu wenig serious in diesen Call of Duty Let's Plays. Sollte mal ein bisschen seriöser sein. Was war das denn jetzt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, das Flugzeug hat sich zerteilt. Auch geil. Ui. Schöne Atmosphäre. Und total ungefährlich. Ah! Natürlich. Also wo geht's lang? Ah! Leck! Schrei ich wegen dem Nerven, sondern weil es leck. Oh! Hier ist ganz schön was abgegangen. Boah! Wo sind wir hier denn gelandet? Habe ich noch meine anderen Waffen? Nee, ich habe noch, oder? Weiß gar nicht. Ja doch, ich habe sogar noch meine Waffen. Cool. Was ist denn das für ein Haus?
Ja, ich glaube, damit kann man noch fahren. Oder was meint ihr? Oh, vom Baum ausschlagen. Ja, das passiert jedem irgendwann mal. Was ist das denn jetzt? Eine Streifspur. Es ist eine Streifspur, Leute. Keine Blutspur. Falls ihr das denkt, das ist nur eine Streifspur. Von diesem Flugzeug da, das hier jetzt in Schutt und Asche ist. Wie das Leben dieses Säufers, der im Flugzeug sich zu Tode gesoffen hat. Okay, ich schwarf hier wieder wirres Zeug, das kein Mensch kapiert. Was? Was ist denn hier jetzt schon wieder? Können wir nicht alle die Waffen ablegen und Hello Kitty spielen? Mensch. Wo sind die denn? Ich sehe die schlecht, weil es Nacht ist. Geile Atmosphäre. So mit den Schatteneffekten und diesem Licht da vorne. Das ist schön gemacht. So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Das heißt, ich sehe jetzt mal wieder ein bisschen weniger. Ah, die Position ist sehr gut. Und das meine ich nicht ironisch, sondern das meine ich ernst jetzt. Die Position ist echt sehr schön, gut, sehr gut, total ungefährlich. Ihr seht, wir können ihn hier ohne Probleme abknallen. Und selbst wenn er uns abknallt, sind wir immer noch im sicheren Bereich. Alter, stirbt er gar nicht, jetzt. So, ist hier noch jemand? Ich lade mal nach. Für Russland, ich lade für Russland nach. Und ich schieße für Russland und ich töte für Russland. Ey. Das gibt's doch nicht. Oh, er ist hingefallen, er ist gestolpert. Hatte ich. Ja. Oh, er ist wieder gestolpert. Ich glaube, dann sollte ich eine Krücke holen. Naja. Ich wette, so wie es gerade ist, ist es jetzt das Thumbnail. Vermute ich mal. Weil ich jetzt hier ein bisschen länger bin an dieser Stelle. So. Dann wieder nachladen. Bald haben wir keine Muni mehr, aber es macht nichts. Wir haben ja noch eine zweite Waffe. So, ich spring mal darüber irgendwie. Geht es? Nee. Ach, sehr schön mit diesem Schneesturm und so. Und den Lichteffekten. Also ich mag Lichteffekte in Spielen. Also Lichteffekte sind für mich das Beste. Das ist für mich die Grafik sozusagen. Richtig geile Lichteffekte. Ach, da lebt noch einer. Oh, er ist gestorben. Nehmen wir mal eine andere Waffe, die hat keine Muni mehr. Ey, wo? Du? Hab ich gesagt, du sollst mich schießen, hä? Hä? Böse, böse Ami. Oder gegen was wir auch kämpfen. Code Schwarz, Code Schwarz. Natürlich ist Code Schwarz. Was soll Code sonst für eine Farbe haben? So. Boah, Granate. Boom, ja. Wo geht's denn das lang? Missionsziel? Hallo? Missionsziel? Kein Missionsziel, schade. Oh, kein Magazin leer. Naja, was ist das? Eine Schottflinte. Ja, ja, alle ausschalten ist klar. Oder glaubst du, ich soll an denen vorbeilaufen? So, wo jetzt? Hier. Herr Präsident, El Presidente, wo, was? Wo kommt denn der Heli her? Hat ihn jemand gerufen? Dann war er aber schnell da. F. Bitteschön, Herr Präsident. Hi, Makarov, was geht? Ach nee, du willst doch jetzt nicht wieder einen auf Verräter machen, oder? Schäm dich. Ah! Du schießt wohl jeden, der für deine Seite ist, was? Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig.
wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Dann bis zum nächsten Part. Ciao. Und wieder ist der Makarov abgeknallt. Naja, okay, bis zum nächsten Part.